Six More Wodka prangt an der Scheibe, doch dahinter verbirgt sich keine Kneipe, sondern die Kreativstube des einzigen deutschen Comic-Weltstars. Marko Djordjevic ist Cover-Artist beim legendären Marvel-Verlag. Lange Zeit lang war das überhaupt nicht mein Traumjob. Das ist mehr oder weniger mir in den Schoß gefallen, als ich irgendwann mal aus lauter Jux mit einem Freund zusammen in der Küche gesessen habe und wir alte Comic-Charaktere neu entworfen haben. Und ich habe dann das Ergebnis ins Netz gestellt und jemand bei Marvel ist darauf aufmerksam geworden, hat die gesehen und hat dann knallhart bei mir angerufen und gefragt, ob ich nicht einsteigen möchte. Nach Videospielcharakteren verlegt er sich also auf Comics. Der heute 30-Jährige erhält einen Exklusivvertrag mit dem Weltmarktführer der Comic-Szene. Seine Zeichnungen zieren Hefte rund um den Globus. Meine Inspirationen sind halt grundsätzlich, haben noch nie was mit Comics an sich zu tun gehabt. Also ich bin tatsächlich irgendwie, wenn ich mich inspirieren möchte, eher daran interessiert, ein gutes Buch zu lesen oder gute Musik zu hören oder halt eben mir Fotos anzuschauen, die nichts mit Comics zu tun haben. Mit 30 Jahren ist Marko Djordjevic ein Superstar in der Comic-Szene, doch er bleibt bodenständig. Bei Signierstunden in einem Berliner Comicladen sucht er Kontakt zu Sammlern, gibt Autogramme und beantwortet geduldig Fragen. Das ist irgendwie schon das Allerwichtigste, dass man Menschen einfach glücklich macht. Das gehört auch zum Beruf dazu. Es kann nicht immer nur ums Geld gehen, es kann auch nicht immer nur um die Arbeit gehen. Seine Fans nutzen die Gelegenheit, ihrem Idol bei der Arbeit auf die Finger zu schauen. In Minuten entsteht das Antlitz eines Comichelden. Das Tempo ist nur eines der Markenzeichen von Marko Djordjevic. Er ist kein typischer Comiczeichner in dem Sinne, als dass er überproportioniert so muskulös darstellt, sondern er ist halt doch eben halt eher aus dem Fantasy-Bereich kommt und dann mit der Darstellung von Figuren und so viel realistischer. Und also ich finde es dann natürlich auch ansprechender. Dass die plakativ werbewirksam schon interessant machen auf das Heft, auch wenn man die Serie vielleicht gar nicht kennt. Für seine Fans haben Hefte mit Djordjevic-Cover längst Sammlerstatus. Jedes Heft wird sehnsüchtig erwartet. Auch für Fachleute sind seine Arbeiten etwas Besonderes. Dadurch, dass er hauptsächlich als Cover-Artist bislang tätig war, hat er natürlich ein ganz anderes Herangehen als die Zeichner, die Hefte letztendlich innen gestalten. Also für ihn ist eben dieser dramatische Moment, der das Cover gut macht, der das Heft letztendlich auch verkaufen soll, das ist sein Metier und das ist seine Stärke und natürlich seine ungeheure Produktivität, dass er so viele Cover zeichnet im Monat wie kaum ein anderer. Daredevil, Magneto und Co. sind auch im Kino zu erleben. Doch für wahre Fans zählt nur eines: das Comicheft in den eigenen Händen. Am besten mit einem Cover von Marko Djordjevic.